Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Kingdom. So, wir haben ja jetzt hier Kräuterkunde als letztes hochgezogen. Jetzt würde ich aber einmal nochmal nach Rathai gehen und dort mal Bogenschießen üben. Denn es fehlen uns noch 6 ganze Punkte im Bogenschießen. Bücher darüber werden wir jetzt ja leider keine mehr finden oder bezüglich keinen Lehrer mehr, weil auch die haben wir ja alle schon ausgehorcht gehabt. Das heißt, wir müssen halt wohl über übel in den sauren Apfel beißen und uns selbst das Bogenschießen anständig beibringen. So, das heißt, ich hoffe, dass es jetzt auch Punkte darüber gibt. Über Klötze spielen haben wir es ja schon ausprobiert. Ich würde das halt jetzt gerne on-cam machen, nicht offscreen, weil es ist, wie gesagt, die Ehre des letzten Sachen, die jetzt noch offen sind. Und jetzt muss ich erstmal gucken, wo wir das jetzt hier machen konnten mit den Bogenschießen. Das war hier unten. Und ob das auch überhaupt Punkte einbringt oder nicht, das werden wir dann sehen. Das haben wir auch relativ selten gemacht, weil waren halt noch nicht so gut im Bogenschießen. Oh, verdammt! Halt dich von den Leuten fern, wenn du nicht reiten kannst, du Tor. Ja, ja. So, ich hoffe, dass wir hier denn jetzt ein paar Punkte kriegen. Ich gucke jetzt erstmal, wie weit sind wir jetzt hier? Man könnte sagen, beim F angekommen. Gut, dann... Gott sei mit dir, edler Ritter. Was kann ich für dich tun? Möchte sich jemand mit mir im Bogenschießen messen? Klar, hier sind immer Pfeile am Fliegen. Sag mir erst, wie gut du bist, dann suche ich einen passenden Gegner. Anfänger 7 Pfeile, 10 Groschen. Haben wir ja noch nicht so wirklich weiter durchgezogen, ne? Also ich machen wir nochmal Anfänger und arbeiten uns einfach mal durch. So bekommst du etwas Übung. Anfänger schießen 7 Pfeile pro Runde. Los geht's! Hier hast du ein paar Pfeile. Du kannst doch deine eigene nehmen. Ich trommle dann mal alle zusammen. Lebe wohl. Na gut, dann wollen wir mal gucken. Schützen, macht euch bereit. So, das Wichtige war ja jetzt hier, dass wir immer schön nur die Scheibe treffen und abschießen. Aber mittlerweile bin ich eigentlich ganz gut geübt. Für Anfängerkurs sind wir eigentlich auch relativ gut beseelt. 17 Punkte schon, wow. 23 und keine Pfeile mehr. Jetzt müssen wir noch kurz warten. Kann schon mal Bogen wegstecken. Der Wettbewerb ist vorbei. Heinrich gewinnt. Das hört sich doch gut an. So, jetzt gucken wir mal, was hat das jetzt eingebracht? Das hat jetzt gar nichts gebracht. Gucken wir nochmal weiter. Machen wir den nächsten. Möchte sich jemand mit mir im Bogenschießen messen? Klar, hier sind immer Pfeile. Sag mir erst... So, jetzt machen wir fortgeschritten. Ich habe etwas Erfahrung. Dann findest du... Los geht's. Ich trommle dann. Lebe wohl. Ich werde mal ein bisschen skippen. Schützen, macht euch bereit. Oh, der ging voll daneben. Ich glaube, das hatten wir sogar damals noch verloren hier. So. Oh. Na, wir wackeln jetzt ein bisschen. Eben waren wir beim anderen nicht so wackelig. So. Wir sind aber eigentlich ganz gut in der Zeit. Dafür, dass wir eigentlich so wenig Punkte gerade machen. So.
Können wir wegstecken? Nein. Na? Wie sieht's aus? Gewinnen wir das noch oder macht der Wächter uns jetzt weg? Heinrich ist der Sieger des Wettbewerbs. Okay. Gut, dann gucken wir mal jetzt. Hat das was gebracht? Scheint immer noch nichts gebracht zu haben. Jetzt können wir nochmal den Meisterbewerb. Heinrich. Möchte sich jemand mit mir im Boot? Bestimmt. Sag mir erst. So, Meister 21 Pfeile, 70 Groschen. Ich kann gegen die. Große Töne, aber wir werden sehen. Die Besten schießen 21 Pfeile. Los geht's. Hier hast du ein paar Pfeile. Du kannst doch deine eigene nehmen. Ich trommle dann mal alles. Alles gut. Gut. Dann wollen wir jetzt mal gucken. Schützen, macht euch bereit. Wildhüter, oh. So. Die sind ganz schön schnell. Aber ich lasse mich jetzt nicht aus der Ruhe bringen. So. Brauchen relativ lange, um unseren Bogen zu spannen mittlerweile. Reschen aber auch ganz schön hinterher. Na, zu hoch. Na, komm schon. Das möchte ich wenigstens einmal gewinnen. Ein Stück höher. Okay. Ah, direkt in die Mitte. Na, komm schon. Und jetzt haben wir ihn. Na, komm. Zwei noch. Okay. 51, das werde ich verlieren. Oder? Gut, das war's. Das haben wir jetzt leider verloren, aber wir können jetzt nochmal gucken. Das hat Arnold für sich nichts für den Bogen gebracht. Jetzt will ich mich aber. Möchte sich jemand mit mir im Bogen. Sich, sag mir. Ich möchte jetzt wirklich mal einen Meister gewinnen. Ich kann gegen die Best. Große, die Best. Los, ich trommle. Da bin ich jetzt einfach zu ehrgeizig. Muss nur die sehr häufig die Mitte treffen. Macht euch bereit. Okay, noch ein Stück runter. Das Einschießen ist halt immer das Problem. Schön konzentriert bleiben. Okay. Ah. Aber mittlerweile auch gut Ausdauer. Da merkt man eigentlich, was die für die Genauigkeit haben. Ich treffe jetzt mittlerweile auch immer die Mitte. Und wir hängen ein Pfeil. Na, zwei Pfeile sogar. Hinter denen eigentlich. So, immer das Gefühl, wann. Ah. Komm schon. Ich höre immer am besten auf die Sehne. Nie ganz spannen.
So. Okay, 60 Punkte. Nein, ich will doch nicht immer das Schwert ziehen. Oh, komm schon. Der Schneider noch. Das war's. Heinrich hat gewonnen. Aber uns hat der Sieg leider nicht das gebracht, was ich gerne haben wollen würde. Also, ne, doch, es bringt ein bisschen was, aber es ist aber wirklich sehr, sehr wenig. Es ist ja wirklich fast nicht zu verkennen. Ich glaube, vom Klötze-Spielen her kriegen wir sogar ein bisschen mehr. Das heißt, ich werde jetzt zum Klötze-Spielen übergehen. Und gucken, dass wir dadurch halt nochmal ein paar Punkte generieren. Und nach Litschenko müssen wir so oder so. Deswegen, Bogen wird schwierig, den hochzutreiben. Wir könnten ja jetzt auch sagen, ja gut, wir arbeiten uns jetzt weiter hoch mit einem Klötze so ein bisschen und gehen dann halt nochmal ein bisschen random Spots ab. Mal nochmal ein paar Banditen platt mit dem Bogen. Das könnte vielleicht auch hinhauen. Allmächtiger, ist dir etwas zugestoßen? Hat dir jemand deine feinen Kleider geraubt? Nö. Ich würde es gerne noch einmal versuchen. Sicher doch. So. Also. Keine halben. Damit steht die. Alles Gute. So. Dann wollen wir mal gucken hier. Das war der erste Treffer. Der zweite ging total daneben. Einer geschafft. Ja, ja. Verdammt, das war der Wind. Da denke ich mir auch immer, dass das der Wind ist. So. Ich weiß nicht, so im Wasser treffe ich ein bisschen besser. Aber den nächsten treffe ich. Aber den nächsten treffe ich. Naja, den nächsten treffe ich. Da denke ich mir auch immer so, naja, der nächste trifft. So, die anderen sind schon weitergerannt und ich habe schon meine ersten 10 Pfeile in 6 Treffer umgewandelt. Wieder ins Ziel. Naja. Verdammt, das war der Wind. Immer dieser Wind. Schlimm mit dem. Guck mal, wir sind ein bisschen zu weit ran hier, ne? Treffer. Oh. Jetzt muss ich aber ein bisschen besser treffen hier. Ich glaube, für jeden Treffer kriegen wir immer ein bisschen was. Schade, dass ich nicht einfach so Pfeile in die Heide schießen kann und dann dadurch ein bisschen trainieren könnte. Den nächsten treffe ich. So. Verdammt, das war der Wind. Natürlich war es der Wind. Oh. Und keine Pfeile mehr. Getroffen. So. Ich kann die eigentlich auch gewinnen lassen. Ist eigentlich wurscht. Wir müssen jetzt halt nur wieder da hinten hin. Na, wollen wir mal schauen. Kann ja nochmal gucken. Es hat aber jetzt auch noch nicht viel gebracht. Könnte jetzt aber daran liegen, dass wir auch im Turnier sind hier, ne? Aber ich glaube, wir werden wirklich am schnellsten, wenn wir das dann mit normalen Pfeilen, also mit unseren Pfeilen, Gegner versuchen zu erschießen als Bogen. Na, müssen wir mal schauen. Naja, verdammt, das war der Wind. Den nächsten treffe ich.
Ja, aber den nächsten treffe ich. Einer hat sogar noch 9 Pfeile, hat gerade mal 3-mal getroffen. Der andere Dorfbewohner, der hält sich eigentlich ganz wacker. Aber das Problem ist, wir sind mittlerweile relativ fix. Ich fange sogar schon an, wieder Distel zu sammeln. Na? Was anschubsen. Zum? Anschubsen. Beinahe anschubsen. Beinahe geschafft. Hä? Anschubsen. Anschubsen. Hm? Anschubsen. Jawohl. Anschubsen. Oh. So. Gucken wir mal. Da werde ich es definitiv finden. Es bewegt sich halt überhaupt nicht. Ah. Halt. Hier geblieben. Und? Wie war ich? Gut gemacht, Heinrich. Du bist... Ja, gut. Auf bald. Das bringt uns halt nicht wirklich voran. Jetzt probieren wir mal was anderes. Ich möchte ja auch vorankommen. Also sollte er eigentlich nicht so schwer sein. Ich gehe mal hoch nach Scarlet's. Klötze spielen, ja, aber auf Dauer jetzt so, ich weiß nicht. Auch das Bogenschieß-Wettbewerb habe ich mir ein bisschen mehr Punkte von erhofft. Deswegen gucken wir jetzt mal nach einem Random-Spot oder grundsätzlich jetzt mal nach Scarlet's. Dort gibt es ja dort auch noch ein paar Banditos, die wir jetzt einfach mal mit Pfeilen behagen können. Das Jagen selbst gibt ja auch ein bisschen mehr Punkte. Also, ein Hinterhalt. Okay. Zum Glück weiß ich immer, von wo er kommt. Na? Ich will nicht immer... Wo schieße ich denn hin? Meine Güte. So, jetzt habe ich ihn getroffen. Er dreht sich halt immer in dem Moment um, ne? So, aber Puppenmacher hilft. So. Gut, erstes umgekippt. Diese Drehbewegung. Diese Drehbewegung. Na, komm. Nein. Diesmal gibt's keine Entschuldigung hier. So. Nächstes umgekippt. Und der hat nach einem Fall schon aufgegeben. Okay. Gut. Plündern wir jetzt nur mal leichtig Sachen. Ich nehme auch den einen verbesserten mit. Dann gucken wir mal, ob das vielleicht ein bisschen mehr bringt. Können wir uns auch mit Schnapsen notfalls eindecken. Ah, jetzt kriege ich schon wieder zu viel gequatscht heute. So, der hat 4. Die holen wir uns wieder. Und hier haben wir noch einen, der müsste mehr haben. Nochmal Groschen, Sporen, 5. So, jetzt können wir mal gucken. Das hat deutlich mehr gebracht. Also Kampf ist eigentlich das Bessere, um aufzuskillen. Jetzt gucken wir mal, ob wir da oben jetzt noch welche finden, die wir da oben behelligen können. Das wäre ja dann eigentlich auch mit das Beste. Wir haben noch hier sogar noch die Möglichkeit, hier hinten das Dorf. Hier ist ja alles voll mit Banditen. Meine Güte. Und unsere Rüstung hält echt extrem gut was weg. Das heißt, wir könnten noch hier erstmal das Dorf plündern. So. Und mit dem Puppenmacher vergifteten Pfeilen dürfte das doch kein Problem sein. So, erstmal rauspullen hier.
So. Der erste ist schon down. Ich wollte gerade sagen, warum kann ich hier nicht rüberlaufen? Was haben wir denn da? Unterhaltung! Da, ah, verdammt. Bild. Ein Pfeil in den Hintern, ne? Und schon ist das schön langsam. Das nennst du kämpfen? Oh, wo ging denn der Pfeil hin? So. Du rennst zu schnell, Kollege. Okay. Auf mich wird auch noch mit Pfeilen geschossen. Jetzt versucht er wegzulaufen. Au. So, ersten Hammer. Au. Oh, oh, oh. Meine Gebete wurden erhört. Ja, meine auch. Okay. Okay. Das ging jetzt ein bisschen zu einfach. Ist hier noch hinten jemand? Oder haben wir jetzt alle? Wir haben alle. Gut. Können wir einmal kurz nochmal Retüren plündern. Aber gucken wir nochmal. Ja, das bringt deutlich mehr, wenn wir jetzt einfach auf Banditenjagd gehen. Das bringt wirklich deutlich mehr. So, dann gucken wir mal, dass wir jetzt hier nochmal Groschen mitnehmen. Rüstungsset, meine Pfeile. So, hier hinten haben wir noch einen. Die Spuren. Silberring. Gepasst. So, dann hier der Banditos. Das auch nochmal, das auch nochmal. Na, hat aber ganz gut geklappt. So, mal sehen, ob wir noch zum Meisterbogenschützen werden. So, ein Kelch. Oh, irgendwas anderes hat es noch mitgenommen. Und hier müsste doch auch noch einer gelegen haben. Ah, der ist schon weg. Okay. So, dann gucken wir nochmal, dass wir hier in Scarlet nochmal welche finden. Wie gesagt, Pfeile mit Puppenmacher. Bombe. Da können wir auch die Langstreckenpfeile eigentlich drinnen lassen. Dann fahren sie noch genug Schaden und ja, Ausdauer. Sie können uns nicht wirklich jagen. Das ist so das Beste mit dabei. Sie können uns hier nicht wirklich jagen. Sie können sich nicht wirklich verteidigen. Und so kriegen wir halt ordentlich was rein. Du willst mein Geld? Komm und hol's dir! So, einfach mal. Auf alle schießen, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Na komm. Machen wir sie halt mal ein bisschen mürbe hier. So. Na, komm schon. Na? Das war der Kumane. Nächsten. Oh. Nicht so einfach. Wenn die sich halt noch bewegen.
ist der eine ausgewichen und ich treffe den anderen. Wo rennen die denn hin? So. Wunderbar. Gut. Können wir einmal plündern. Groschen. Langstreckenpfeil. Ach nee, wir haben ja verbesserte eigentlich. So, Nummer 1. Kumane. Die lassen sich davon aber nicht so gut beeindrucken. Haben aber ein bisschen besseres Zeug bei. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir hier die Leichen noch schnell finden. Da. Der hat ein Pfeil von uns, Intus. Ja, ist ja gut. Ist ja gut, Köter. Alles gut. So, Sporen. Da sind unsere Pfeile. Hier haben wir auch noch einen Bandito. Zack. Nochmal goldene Sporen. Das hat aber leider nicht gereicht. Also ich glaube, das wäre besser, wenn die nicht im Kampf selbst sind, sondern wenn wir mit dem im Kampf sind, ne? Ich glaube, das kommt ein klein wenig besser. Ah, hier ist noch Kumane. So, den Verbesserten nehmen wir uns auch nochmal mit. Ah, der arme Händler. Aber gut, der Groschen stinkt nicht. Den nehmen wir mit. Genauso wie hier. Die vier Groschen, die stinken nicht. Genauso wie hier. Ja gut, wir haben ja hier noch ein paar Lager in der Nähe gehabt, ne? War doch hier unten alles, wo wir dann mal vielleicht nochmal abgrasen könnten. Das heißt, ich merke mir das jetzt einfach mal vor und dann gucken wir mal. Ich müsste sowieso mal gucken, wie viele Pfeile haben wir denn jetzt noch? 52, ne? Das geht ja eigentlich. Dadurch, dass wir sie ja wieder teilweise retour kriegen. Aber es klappt, es klappt. Bloß wir müssten halt selbst mit dem Kampf drinne sein. Es kommt mir sowas in den Sinn wie die Stadt angreifen und so, aber ich glaube mal ganz ehrlich, das wäre mir ein bisschen zu doof in der Hinsicht. Ich denke mal, es würde gehen. Es würde vielleicht auch viele Punkte einbringen, aber moralisch ist das nicht zu vertreten, bloß wegen jetzt ein paar Punkte aufsetzen. Gucke ich lieber so wie hier einmal eine kurze Landung, eine Bruchlandung zu machen. Wer hat den Pfosten eingestellt? So. Dass wir hier irgendwie nochmal ein paar Banditos finden, aber hier ist nichts mehr. Dann reiten wir jetzt hier einfach mal hoch. Und schauen, dass wir hier oben das Lager nochmal ansetzen. Ne? Nicht runterrutschen hier. Das war doch irgendwo hier hinten, oder? Da müssten vielleicht auch wieder Leute sein. Okay. Hund knurrt. Und immer wenn der Hund knurrt, ist das ein gutes Zeichen. Aber da vorne war ja noch ein Lager. Ja, das Lagerleben ist kein Zuckerschlecken, aber ich muss erstmal gucken. Wo sind sie denn? Also einen habe ich gefunden, aber ich will sie jetzt nicht erdolchen. Was hast du hier zu suchen? Lebensmüde, was? Was war das? Okay, hey, da haben wir noch einen. Du bist toll. So. Bogen, jawohl. Hier sammeln! Schlagt Alarm!
hier drüben! Wo sind alle? Schnell! Schlacht! Na? Jetzt halt doch mal stille, Mensch! Au! Wer ist da? Wer ist da? Gut. Hey, wer ist da? Was da haben wir den nächsten. Dass der mich nicht mitkriegt. Sie an. Na, voll in die Nase. Na, komm. Mehr hast du nicht drauf? Ja, doch, doch, doch. Ah, Hund. Das. Wenn du mir jetzt gerade gut hilfst, damit das nicht nach hinten losgeht. Aber da sind noch mehr. So, kumanische Sporen. Was hast du denn noch ein? Lebt der hier noch? Nee, der lebt nicht mehr. Erstmal meine Pfeile wieder. Irgendwo. Ach, hier. Er hat wahrscheinlich noch gelebt. Mit seinen Jagdpfeilen. Ach, da war noch ein Silberkelch. Und nochmal Sporen. Ab und zu skippe ich jetzt ein bisschen zu schnell durch, aber. Hier ist sonst nichts weiter. Liegt hier auch keiner rum oder so? Hm. Irgendeinen hast du doch hier noch. Wo denn? Rennt hier noch irgendwo einer rum? Die haben doch extra Alarm geschlagen und so. Aber ich sehe hier keinen. So. Mal kurz in die Richtung runter. Sogar mit Fackel. Aber keiner erzählt mir irgendwas von hab dich gesehen oder so. Na gut. Dann gehen wir mal hier rüber. Und schauen, ob wir hier nochmal welche finden. Ach nee, hier war ja der eine Mörder. Ja, mit dem Teufelsschild. Aber ansonsten ist hier niemand mehr. Na gut, wir können jetzt nochmal gucken. Da vorne haben wir jetzt nochmal ein Lager. Dass wir da jetzt einfach mal hinreiten. So. Ist ja jetzt einfach nur über den Schotter einmal drüber. Und weit ist es ja jetzt nicht. Aber... War hier noch jemand oder nicht? Das weiß ich jetzt nicht. Aber das Lager ist auch verlassen. Was hatten wir hier? Hier hatten wir jetzt auch nochmal ein Lager. Ganz weit unten. Aber ansonsten gehen uns jetzt hier oben die Lager geradeaus. Reiten wir das nochmal an. Und schauen, ob wir da nochmal irgendwie ein bisschen was trainieren können. Das Gute daran ist ja, dass wir jetzt mit Bogen permanent besser werden. Desto höher wir jetzt sozusagen, also je mehr wir jetzt quasi damit spielen, desto stärker wird ja der Bogen. Aber das wird halt noch ein bisschen mehr dauern, als ich jetzt gedacht habe. Ich hatte so gedacht, so ein, zwei Folgen und dann war es das. So wie sich das jetzt aber momentan entwickelt, eher so, na, 6-7 Folgen. Wollen wir mal schauen. So, aber hier in dem Lager war ja auch keiner mehr. Das Beste ist hier hinten halt eigentlich in Scarlets. Oder halt random Ereignisse mit hoffentlich relativ vielen Leuten. Deswegen, muss ich mal schauen. Gut, wir reiten jetzt mal. Wo reiten wir denn jetzt am ehesten hin?
Am besten wo wir auch schlafen können. Wir reiten jetzt mal nach Privislavitz. Ah, jetzt. Gucken, ob da jetzt noch irgendein Ereignis kommt. Ein Hinterhalt, okay. Nehme ich an. Aber ich muss noch ein Stück weg. Ach, Hundi. Ach, Mensch, lass mich doch mal Bogen ziehen. Ist ja schlimm hier. Okay. Durch wen? Ach, da ist noch einer. Ach Mann, ihr seid aber auch doof. Konnte ich gar nichts gegen machen. So. Ja, kurz rein hier und dann geben wir mal kurz Gas. Der Hund nervt. So. Na komm. Ich habe natürlich meinen eigenen Hund getroffen. Böser Hund. Na komm. Mein werter Kumaren-Freund. So, ich nehme mal kurz deine Groschen, deine Pilze und das Ganze. Köter, ich hoffe, wieder alles gut. Ja. So, da ist schon mal den ersten Pfeil. Den zweiten Pfeil. Und das hilft dir nicht. So, einige kümmere ich halt wirklich mit einem einzigen Pfeil um. So. Ein paar Groschen nehmen wir. Hier die Langstreckenpfeile nehmen wir alle. Und hier auch nochmal ein paar Groschen und meine Pfeile, die ich abgeschossen habe. Und dann passt das. Gut, jetzt können wir auch noch Privislavitz. Und dort noch einmal schauen, da jetzt noch was jetzt unterwegs passiert oder nicht. Dann kann ich nämlich auch nochmal noch eine Falle. Na warte, die Falle, die löse ich auf. Das sehe ich nicht, dass das hier eine Falle ist. Das ist einer der Kumaren, die abgehauen sind. So. Ich würde sagen, Ende im Gelände. Gut, nehmen wir die Pfeile gleich mit. So, kommen wir mal entgegen, Schattenmähne. Und jetzt wollen wir aber Richtung Privislavitz. Ich wollte gerade sagen, jetzt kommt noch einer. Noch ein Hinterhalt, okay. Ein Attentäter? Ja, natürlich bin ich ein Attentäter. Was ist los? Ja, das frage ich mich, was mit dir los ist. Das waren nur zwei? Na gut. Das ging ja relativ zügig. So. Ist ja noch nicht mal ein Problem hier. Na, ein Groschen nehmen wir nochmal. Nochmal ein Langpfeil hier. Und jetzt dürfen wir hoffentlich. So, das Bauernergebnis, das wäre jetzt eigentlich das Beste? Oh, nee, eigentlich nicht. Eigentlich bräuchten wir die drei Superritter. Die bräuchten wir jetzt eigentlich. Alter, das gibt's doch nicht. Das ist der Wahnsinn. Noch ein Kumane. Jetzt, wo ich kurz vor Ende machen möchte. Wow.
Gut, das ist das große Kuman-Ereignis. Und dann auch noch im Dunkeln. Ja, nicht festhängen. Ich hab halt im Hinterkopf keine Augen. Ah. Shit, ich muss nur ein Stück weg hier. Ah. Ich komm nicht weg. Ich komm grad nicht weg. So. Ich komme ja gar nicht weg von euch. So. Das war letzte Kraft. So. Hoppala. Ja, ja. Ich muss mal gucken. Warum ganz schön blutende Wunden gekriegt? Lanzenträger. Das ist halt das Problem. Ich sehe jetzt nicht durchs Bluten. Na komm. Oh, und ich kann hier nicht fighten, weil ich nicht sehe, wo ich hinstechen muss. Warum kann ich schon wieder nicht schlagen? Irgendwas ist da immer im Magen. Egal. So. Kaum Ausdauer. Na komm. Na? Ich muss. So. Haben wir jetzt noch einen? Oder darf ich mich jetzt verarzten? Ich glaube, ich darf mich jetzt verarzten. Okay. Das wäre ja jetzt beinahe nochmal in die Hose gegangen hier. So, einmal anwenden. Ich muss erstmal den Kopf verarzten, Torso verarzten. Und dann auf jeden Fall einen Ringelblumenaufguss nehmen. So. Muss mal hinhocken. Hochregenerieren. Zumal ich sehe auch nichts, weil es die Schweineduster war und dann halt auch noch das ganze Blut. Ach, da hinten. Okay. Gut, dass sie jetzt endlich mal Licht haben hier. Das war ganz schön gewagt. Aber ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ach, da hinten war noch einer. Ich sehe hier nichts. Ja, ich sehe hier oben nichts. Okay, hier kann ich rüber. Sind wir fast bis Rofner runter, ey. Wahnsinn. So, da ich jetzt noch nicht ganz im Kampf bin, nochmal einen Aufguss hinterher. Na, kommt mal hier ins offene Felde, ja. Oh, da ist ja schon einer. Nee, nee. Ihr hättet mich auch einfach umgebracht. Na, nun kommt. Kommt rum hier. Ich sehe halt nur das Licht. Aber mehr auch nicht. Jetzt sind wir auch noch beschwipst hier. Eieieiei. Jetzt will ich es aber nicht mit einem Leben davonkommen lassen hier. Gut. Gucken wir mal. Einmal hier hoch. Alter, ist das hier ein dicker Wald hier. So, wo seid ihr?
Verdammt. Jetzt habe ich sie ganz aus den Augen verloren. Hab ich mich jetzt erschrocken, Pferd? Ich dachte, das wäre jetzt ein Gumane. Oh Mann, der Schreck war jetzt gut. So, aber jetzt gucken wir mal. Ich wollte eigentlich noch Reservepfeile bauen hier. Also in dem Fall die vergifteten Puppenmacherpfeile. So, aber wir können ja jetzt dann gleich nochmal ein bisschen schlafen hier und uns dann auch nochmal ein bisschen die Rüstung wieder ausbessern lassen. Na gut, hier glaube ich, kriegen wir das nicht ganz hin, aber schauen wir mal. Gut, machen wir hier an dieser Stelle erstmal nochmal einen klitzekleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also, schaltet wieder ein und bis dann.